Ich habe die ja jetzt noch einmal mit einem Holzlack lackiert, damit sie schon mal einen Grundschutz haben und damit ich sie besser bemalen kann. Ich habe hier ja so Ritzen reingefräst. Wenn du jetzt keine solche Fräse hast, dann kannst du in die nasse Pulp einfach tiefere Rillen reinmachen. Wenn es trocknet, zieht sich es ein bisschen zusammen. Also du kannst sie wirklich etwas tiefer machen und dann hast du auch so Strukturen. Ich habe jetzt das einfach mit der Schleifmaschine gemacht, weil es mir einfach Spaß macht. Aber du kannst das auch ohne machen. Jetzt geht es aber ans Bemalen. Es wird bei mir wieder schlicht von den Farben her. Ich habe Schwarz, ich habe Ocker und ich habe Weiß. Du kannst das natürlich so gestalten, wie es dir gefällt, wie immer. Und ich werde jetzt mit Schwarz und Ocker anfangen, damit ich eine Grundierung habe. Und danach kommt das Weiß drüber, also es wird schon hell werden. Und wir starten und ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe meine jetzt alle bemalt mit Schwarz und Ocker. Und grundsätzlich kann man es so schon belassen. Sie haben so eine Steinoptik. Aber wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ich möchte noch ein bisschen mehr Tiefe erlangen. Und nach der ersten Schicht der Farbe ist es ganz wichtig, wenn du in mehreren Schichten arbeitest, dass du dazwischen immer mit dem Sprühlack darüber gehst und dann kannst du das mit dem Föhn antrocknen und dann kannst du weiterarbeiten. Okay, ich nehme hier ein bisschen Weiß und ganz wenig von der dunklen Mischung. So. Dann ergibt das so ein Grau. Braun. Das werde ich jetzt nicht überall machen, sondern nur an gewissen Stellen. Ich mische das ein bisschen ab. Schaut das so aus. Dann schaut das mal so aus. Mir gefällt das jetzt nicht so. Und das Gute ist, immer wenn du dazwischen lackiert hast, kannst du ganz einfach mit einem Tuch wieder Farbe abnehmen oder kannst sie sogar komplett wieder entfernen. Wenn ich die Acrylfarbe unverdünnt nehme und hier in die Vertiefungen einmale und dann verstreiche, am besten halt mit dem Finger, dann sieht man diese Strukturen sehr schön.
Meine sind jetzt fertig bemalt. Ich habe sie nochmals lackiert. Du kannst das mit dem Sprühlack machen oder mit einem handelsüblichen Holzlack mit dem Pinsel auftragen. Und schau einfach hier oben bei der Öffnung, dass du da schön gut lackierst, damit das schön geschützt ist vom Wasser. Das schaut so aus. Und hier hat es Zacken dran und die kommen nach unten. Und dann platzierst du das etwa in der Mitte. So, und dann hält das gut. Jetzt geht's ans Dekorieren. Ich habe eine Wand gefunden. Und zwar kommt das hier hin. Und hier kommen jetzt meine Wandrasen hin. Die werde ich jetzt hier irgendwie drapieren. Und dann kommen noch Pflanzen rein. Sie hängen. Den Nagel kann man wirklich ganz, ganz, ganz tief reinschlagen, dass du vielleicht noch einen Millimeter hast. Einfach so, dass es du wirklich noch einhängen kannst, aber wirklich ganz nah. Und dann hängen die Vasen schön nahe an der Wand. Jetzt befülle ich die mit Wasser. So. Du siehst, das Gefäß löst sich nicht gleich auf, auch wenn das Wasser rüberläuft, es passiert nichts. Das war ein bisschen zu viel, wie gesagt. Wenn du es gut lackiert hast, passiert nichts. Ich habe es heute verpasst, noch Blumen zu sammeln. Für die Vasen. Ich habe aber noch ein bisschen übrig. Nun hängen die Vasen an der Wand, improvisiert mit ein paar Blüten, die ich noch hatte. Ich finde sie in Gruppen sehr schön oder einzeln sehr schön. Das ist wirklich was für Anfänger. Es ist wirklich sehr einfach. Du brauchst da jetzt nicht auf Symmetrien zu achten. Du kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen. Es gibt tausend Möglichkeiten. Auch ganz toll zu machen mit Kindern. Die können sie danach auch lustig bemalen. Kann man natürlich auch ins Kinderzimmer hängen und man kann zum Beispiel Farbstifte oben rein machen oder eine Schere oder was sonst noch so rumliegt. Ich hoffe, es war für dich eine Inspiration. Wenn du eine detaillierte Anleitung dafür möchtest, wie einige von meinen Videos, dann findest du die im Mitgliederbereich. Da kannst du dich eintragen. Es ist aber der Mitgliederbereich der zweiten Stufe, nicht der ersten Stufe. Bei der ersten Stufe siehst du einfach, wie man Pulp herstellt, wie man es lagern kann, auf was du achten solltest. Dann würde ich sagen, das war's. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib kreativ, bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich natürlich immer über eure Kommentare. Das ist mein Lohn für meine Arbeit. Und darüber freue ich mich sehr. Also, habt's gut. Tschüss zusammen.
ich lasse jetzt die Fliege raus. Ah!